Warten Sie, sagt Miroslav Samarčić, ich zeige es Ihnen. Was da aus der Wand kommt, ist eine gelbe Brühe. Hier, das ist unser Leitungswasser. Wie Sie sehen, ist es gelb. Was Sie nicht sehen, es riecht und schmeckt scheußlich. Was man auch nicht riecht und schmeckt, es ist giftig, sehr giftig. Verseucht mit Arsen. Deswegen haben die Behörden schon vor 14 Jahren verboten, das Wasser zu trinken. Nur anderes Wasser haben sie hier in Zrenjanin nicht. Und so fließt auch jedes Mal, wenn Miroslava Savo den Wasserhahn aufdreht, Angst heraus. Ich mache mir Sorgen, denn das ist ein Riesenproblem. Ich habe sogar Angst, mit diesem gelben Wasser zu duschen. Natürlich hat sie auch ihren beiden Söhnen verboten, das Wasser zu trinken. Sie holen es sich aus dem Kanister, doch das ist teuer. Bis zu einem Drittel ihres Einkommens müssen Zrenjanins Einwohner für Trinkwasser ausgeben. Rund 800.000 Menschen sind in der ganzen Region betroffen. Das Arsen im Wasser habe natürliche Ursachen, sagt Božo Dalmacija, ein international anerkannter Experte für Wasserreinigung. Teilweise würden die Grenzwerte ums 30-fache überschritten und das sei hochgefährlich. Arsen kann direkt Hautkrebs verursachen, außerdem Prostatakrebs, Lungenkrebs und so weiter. Und dann ist da noch was, was bisher nicht bewiesen wurde. Es wird vermutet, dass es auch künftige Generationen schädigt. Doch genau weiß das keiner. Bislang gibt es keinerlei Untersuchungen darüber, welche Auswirkungen das schlechte Wasser hat. Und zumindest die Behörden wollen es auch nicht so genau wissen. Ich hatte eine epidemiologische Untersuchung vorgeschlagen, wie man das überall in der Welt machen würde, um herauszufinden, wie viele Menschen krank sind. Aber die Behörden haben das nicht akzeptiert. Miroslava Savo will sich das nicht mehr gefallen lassen. Sie sind vor das Rathaus gezogen mit Trinkwasserkanistern voll mit gelbem Wasser. Die Stadtverwaltung sollte sehen, was die Leute trinken müssen. Die Stadtverwaltung aber weist alle Vorwürfe zurück. Die Stadt Zrenjanin hat mit ca. 20 Projekten versucht, eine qualitativ hochwertige Wasserreinigung zu finden. Leider ohne Erfolg. Das zeigt deutlich, dass es nicht einfach ist, das Problem zu lösen. Das sieht Miroslav Samarčić anders. Seine Bürgerinitiative beschäftigt sich seit Jahren mit dem Giftwasser. Er sagt, es werde vor allem dazu genutzt, Geld zu machen. Meiner Meinung nach haben die Behörden kein Interesse daran, das Problem zu lösen. Denn so können sie weiter kassieren für die verschiedensten Pilotprojekte. Eines dieser obskuren Projekte heißt Wasserfabrik und steht seit Jahren am Stadtrand, gebaut von privaten Investoren. Gelaufen ist die Anlage nur ein paar Tage, denn laut Gesetz ist die Wasserversorgung Sache der Behörden, nicht von Privatfirmen. Nun soll die Stadt sie übernehmen für teures Geld. Wir sind skeptisch, denn bisher wissen wir nicht, ob diese Anlage überhaupt geeignet ist, das Wasser zu reinigen. Und wir sind sicher, dass sie nicht die Kapazität hat, 70.000 Einwohner zu versorgen. Bislang, sagt Miroslav, hat kein Ingenieur der örtlichen Wasserversorgung die Anlage prüfen dürfen. Dabei, sagt Professor Dalmacija, habe er der Stadt schon vor Jahren eine Wasserreinigung angeboten, die sogar das Umland mitversorgen würde. Wir haben, unterstützt durch das europäische Projekt Eureka, eine technologische Lösung für die Bevölkerung von Zrenjanin entwickelt, die kostengünstig ist. Die Leute müssten nur einen kleinen Betrag für das Wasser zahlen. Aber diese Lösung wurde nie akzeptiert. Miroslava macht so etwas fassungslos und wütend. Die Leute sind wieder und wieder von den Behörden betrogen worden. Kein Wunder, dass sie jetzt resignieren. Sie waren für etwas, haben entsprechend gewählt und nichts ist passiert. Ihre Tomaten, sagt Miroslava, gießt sie deshalb nur mit Regenwasser.